ist es? Was? Habe ich euch auch gerade gefragt. Kann ich nicht. Ich leg da lieber eine Mine hin. Scheiße. Ich öffne mal den Safe. Einfach ignorieren, was die da machen. Dann wird alles gut. Scheiße! Tod klopft an die Tür, Menschlein! Hier raus! Danke! Stirb doch! Okay. Irgendwo da oben ist der Kerl. Und ich bin seine einzige Hoffnung. Zeit zu sterben. Ja, mit einem Supermutanten kommst du nicht zurecht. Wir werden. Geräusch? Hallo? Hallo? Ist da jemand? Ist da jemand? Die Spielchen sind... Au! Hallo! Was macht der? Hat der Granaten geworfen? Da drin wohl die größten von dem ganzen Gebiet hier. Hey, der ist tot. Okay. Ja, das kann ich lesen. Jetzt kann ich besser schleichen. Das musste ich mir erstmal verinnerlichen.
Vielleicht wäre es mit dem Gewehr echt am besten. Damit sind meine Siegeswahrscheinlichkeiten einfach am höchsten. Ich muss es nur irgendwie angehen. Sollte es anders angehen. Jeder Stich legt eine Kronkorkenmine hin. Die glauben ja sicher, ha, da ist schon mal was explodiert, da wird sicher nicht nochmal was explodieren. Und dann explodiert da was. Dann ein paar Granaten. Das sollte nicht passieren. Ich weiß nicht, wie ich es im oberen Bereich schaffen soll. Ich brauche unbedingt irgendwelche Verbesserungen. Bessere Rüstung, bessere Waffen. Na. Funktioniert alles nicht perfekt. Noch. Nee, nichts Explosives mehr. Ja, Grime Meat. Benamingo Meat. Was Stimpacks. Dass ich wenigstens mein Herzklopfen nicht mehr höre. Schon ist mein Maschinengewehr wieder leer. So kann ich nicht hier arbeiten. Egal, meine Mission ist den Typen rausholen, nicht alle hier umbringen. Was ist mit diesen Viechern hier? Floater. Halten verdammt viel aus. Sind nicht sonderlich schnell und sind eigentlich nicht zu besiegen.
Ich lock ihn raus. Komm her. Oh. Sollen die ihre Munition verbrauchen? Beide ist etwas problematischer. Na oh Mann, ich hätte den Flammenwerfer aufsammeln sollen. Floater Meat. Floater Bulb. Wir kommen voran, Leute. Nur noch 10.000 Mal. Dann sind alle da drin tot. Ein paar töte ich ja auch selbst. Man kann jetzt nicht sagen, dass ich die alles machen lasse. Dich einfach an der Tür fest. Kaum zu glauben, dass das mal Menschen waren. Okay, ich hoffe, hier kommen nicht sehr viel mehr. Es ist ja auch keine so große Mission. Ja, reingehen, den Typ rausholen, Belohnung nehmen. Um mehr geht's nicht. Ich habe eine Kaffeetasse mitgenommen. Ich bin so enttäuscht von mir. Vorkriegsgeld. Dass es immer noch einen Wert hat. Irgendwie lustig. Ich bin fertig. Yay. Hey. Gott sei Dank ist jemand gekommen. Sie müssen mir helfen, bitte. Na, ich gehe wieder. Beruhigen Sie sich. Ich bin nur hier wegen Ihnen. Oh, Gott sei Dank. Paladin Hoss hat Sie geschickt, nicht wahr? Ich wusste, dass er mich nicht im Stich lassen würde. Als Sie angriffen, wurden wir so schnell abgeschnitten. Meine Waffe hat versagt und ich konnte nicht schießen. Ich konnte mich nur noch verstecken. Ihr Gewehr klemmt, kann ich mal anschauen? Klar, können Sie einen Blick drauf werfen. Können Sie sie reparieren? Ja, sicher. Hier ziehen, dann ist die Kammer leer. Wow, das ist leicht. Jetzt kann ich diesem Mutantenschwein wenigstens auch endlich mal Feuer geben. Bereit? Ja, los geht's. Ich bin direkt hinter Ihnen. Gut, ich dachte, er rennt jetzt los und findet irgendwie Gegner. Ach so, hätte ich das jetzt nicht gemacht, hätte er keine Waffe gehabt. Eine 10 mm. Er hat eine scheiß 10 mm. Womit schickt ihr die Leute hier los? Und er hat nicht mal eine Power-Rüstung. Er hat einfach... Was ist das?
Na. Ich will meine 100 Kronen kaufen. Aufhören! Kann ich dich damit umbringen? Ich bin fertig. Hallo. Hallo. Was? Er ist in Sicherheit. Die Angehörigen der Bruderschaft stehen zu ihrem Wort. Hier ist ihr Lohn. Setzen Sie ihn für gute Dinge ein. Leben Sie wohl, Söldner. Mögen Sie auf Ihren Reisen zu Ruhm und Ehre kommen. Danke. Ihnen auch viel Glück. Warum schleichst du? Sie haben mir das Leben gerettet. Ich stehe in Ihrer Schuld. Ich frag mich gerade, wenn der einen Helm trägt und der redet so leise, dann muss er ja auch so leise hören. Wenn jetzt jemand, der so leise redet, mit jemandem spricht, der so leise hört, wie verstehen die sich? Vielleicht haben die ja irgendwelche Kommunikationsgeräte im Helm. Aber dann könnte man das ja auch so machen, dass sie einfach laut reden können. Über einen Lautsprecher außen dran. Na, ich sollte jetzt nach Minefield, nach meinem Versprechen. Oder ich finde einen anderen Händler. Das ist der Trick. Vielleicht ist mal eine Karawane vor der Stadt. Das wäre nicht schlecht. Die würden sowieso interessanteres Zeug verkaufen. Ja. Suchen Sie den Bürgermeister. Hier sind auf jeden Fall Leute. Einfach ruhig bleiben. Crazy Wolfgang. Willkommen im fahrenden Schrottladen von Crazy Wolfgang. Abfalldepot, Müllbazar und Plundermarkt. Nun, welchen Krimskrams kann ich, der verrückteste aller möglichen Wolfgangs, Ihnen denn anbieten? Zeigen Sie mal. Crazy Wolfgang hat genau das, was Sie brauchen. Zumindest, wenn Sie irgendwelchen Schrott brauchen, den ich zufällig habe. Ein Rocketwerfer-Diagramm. Das hätte ich tatsächlich gerne. Ach, und der verkauft auch gleich die passende Munition. Nicht dumm, Junge, nicht dumm. Laserrifle, Messer, Nagelbrett. Die Powerrüstung brauche ich nicht mehr. Die habe ich eigentlich zum Verkaufen mitgenommen. Der Vorkriegshut ist Quatsch. Weiß nicht, wieso ich den so lange behalten habe. Yaogai-Fleisch, Red Skorpion-Fleisch, Floater-Fleisch. Golden Skin, Floater Bulb, Stange Zigaretten, Vorkriegsgeld, Schachtel Zigaretten, Kaffeetasse, Hundefleisch, Spielzeugauto. Ah, ich überlege gerade, ob man die Extendeds auch auf selbstgebaute Waffen machen kann. Weil da gäbe es was sehr Interessantes, glaube ich. Zwei Lackierpistolen. Ah, jetzt will er schon wieder so viel Geld von mir. Alle wollen immer mein Geld. Ich hasse die Menschheit. Will ich Energiewaffen benutzen? Nein. Könnte ich Energiewaffen benutzen? Ja. Könnte ich das nicht mehr, wenn ich meine Munition verkaufe? Ja. Will ich mir alle Möglichkeiten offen lassen? Ja. Auch wenn das zusammen über 400 Kronkorken wert wäre. Dann gebe ich lieber meine Kronkorken weg. Ihr Diagramm wurde verbessert. Jetzt habe ich zweimal zufriedener Kunde. Ein Rocketwerfer. Viel Glück da draußen. Vielleicht finden Sie ja nächstes Mal was Interessantes für mich. Hm? Nächstes Mal. Version 2.
10% besser. Oh. Habe ich was? Nein, ich hab nichts. Ich schaff's jedes Mal hier vorbeizukommen, nichts zu besitzen, was du willst. Ich könnte auch seinen Brahmin töten. Hallo. Und mir mein Gold zurückholen. Ich kaufe ihn nach. Einerseits könnte dann der Typ da oben aggressiv werden. Ich glaube, der Roboter macht sowieso nichts. Und ich könnte mir Feinde machen. Weil eigentlich mag ich ja Ödlandhändler. Ich mach mal kurz eine Pause. Richtig abspeichern. Und auch nochmal extra abspeichern. Und dann geht's bald mal weiter. Ich zahle Kronkorken für eine Pause gemacht habe. Kommen Sie ruhig näher. Ich setze mich mal in die Badewanne. Ah, mit einem schönen Sternenhimmel.